Ja, schön, dass so viele da sind. Nur mal aus Interesse, wer ist denn alles für Leistungspunkte hier? So, okay, sagen wir so, die Hälfte gut. Das heißt, die Hälfte tatsächlich tut sich das heute an, ganz ohne, dass sie Leistungspunkte dafür kriegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Das freut mich sehr. Und natürlich die anderen. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Keine Frage. Genau, also darum soll es heute gehen. Beziehungsweise treffenderweise müssen wir vielleicht sagen, wie man im Studium ein Spiel auf den Markt bringt und was wir davon hatten. Ich glaube tatsächlich, dass das, wie man es macht, reproduzierbar ist. Deswegen habe ich so quasi Mann es macht geschrieben. Ja, also genau. Aber was wir davon hatten, war ja nicht so besonders viel. Aber wir hatten durchaus ein bisschen Wert daraus ziehen können. Also ich werde jetzt hier keinen Talk halten, wie wir kam, ein paar Millionen mit unserem Indie-Game während des Studiums verdient haben. Das wird nicht passieren. Aber man kann doch auch trotzdem Werte rausziehen und ich hoffe, das ist das, was ich euch heute so ein bisschen zeigen kann. Genau. Und das hier ist so ein bisschen die Zusammenfassung, also was es bringt, einen Job, es bringt Erfahrung, es bringt Netzwerk, es bringt auch Genugtuung, weil echte Menschen, die du nicht kennst, dir hoffentlich positives Feedback geben. Das ist ein sehr schönes Gefühl tatsächlich. Und wie man es fertig macht, Scope klein halten, regelmäßig Playtesten und nicht das eigene Baby umsetzen. Das wäre in a nutshell der ganze Talk im Prinzip. Genau. Danke. Das war's. Natürlich jetzt noch nicht, aber ich habe noch so den echten Aufbau. Ich will erstmal noch über das Studium als Ressource sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wenn man sein Studium als Ressource verfolgt, greift, weil ich meine, ihr investiert Lebenszeit und Geld hier rein, ja. Was kann man da eigentlich rausziehen? Dann eben, was bringt es, ein Spiel fertig zu machen? Dann, wie mache ich ein Spiel fertig? Dann gerne Q&A und auch Diskussion. Uns hat es, also für mich hat es eine ganze Weile gedauert, nicht genau genommen meinen ganzen Bachelor, bis ich raus hatte, wie das eigentlich geht, wie man das hinkriegt, in diesem Kontext der Uni, des Studiums tatsächlich Projekte, Spiele so weit zu kriegen, dass sie in irgendeiner Form marktreif sind. Und vielleicht habt aber ihr das auch schon raus und andere Sachen rausgefunden, die ich jetzt noch nicht wusste. Ich glaube, davon kann man tatsächlich auch außerhalb des Studiums profitieren. Das heißt, ich bin da auch super gespannt auf euer Feedback, wenn ihr da irgendwelche Sachen euch aufhängt, so, ah, das könnte man ja vielleicht anders machen oder da hat er nicht ganz recht. Bitte Feedback, da wäre ich wirklich sehr interessiert. Genau. Was wir jetzt hier hören, ist meine Meinung und keine Wissenschaft. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ja, groß überprüft hätte, sondern ich habe halt, wie ihr auch, Medienwissenschaft und dann CSW studiert und habe halt einfach meine Erfahrungen da mitgenommen und genau, das ist sozusagen, wie es Resultat davon. Ja, dann würde ich gleich mal anfangen mit dem Studium als Ressource. Das ist vielleicht ein bisschen weird, so aus der Perspektive, während man noch studiert, aber eigentlich, ja, da stelle ich mir doch kurz vor übrigens. Das habe ich dann vergessen. Also ich bin Paul, ich bin 28, also ich bin jetzt auch nicht so viel älter als ihr, denke ich mal. Hoffe ich. Ich bin, habe 2013 MEBIT angefangen, habe dann erst den Bachelor MEBIT und dann CSW studiert und das sind so ein paar der Projekte, bei denen ich involviert bin. Das große Ding ist halt im Ergo Entertainment, meine Firma. Wir sind mittlerweile 7 Leute in der Firma. Und Fireside ist unser Spiel, also gerne Wishlisten. Und dann mache ich auch noch den Franken Game Jam, von dem ihr ja schon Plakate überall gesehen habt. Das ist auch mein Baby. Also den habe ich 2018 quasi tatsächlich aus der Taufe gehoben und betreue den auch also maßgeblich seitdem. Mache da im Wesentlichen Sponsoring, Location-Akquise und ja, die ganze Koordination quasi regionsübergreifend. So, seit 27 Monaten offiziell exmatrikuliert, also seit ungefähr 2 Jahren bin ich fertig. Und war es das wert? Also war es diese ganze, es waren ja dann doch insgesamt, glaube ich, 8 Jahre oder sogar 9 Jahre dann am Ende. Klar, Covid hat es nach hinten raus nochmal ein bisschen verlängert, aber war es das wert? Auf jeden Fall. Also das Studium war es absolut wert. Und vielleicht für euch die interessanteste Frage, warum glaube ich, dass es das wert ist und ist es wiederholbar? Also könnt ihr es quasi auch euer Studium wert machen? Und ich glaube ja. Und die entscheidende Frage, die man dafür beantworten muss, damit das Studium wert ist, ist, was will man überhaupt? Und das war mir lange nicht klar. Ich wusste das, also jetzt auch nicht grundsätzlich vom Studium übrigens, sondern so insgesamt vom Leben. Das ist eine Sache, die ich so Ende des
Bachelors für mich beantworten konnte. Dazu dann später mehr. Und wie kann man das rausfinden? Ganz einfach, Breitensuch. Also quasi ganz viele Sachen ausprobieren, gucken, was gefällt mir, gucken, was klappt und dann am Ende halt, wenn man einen hat, wo man merkt, okay, da ist was, was mir irgendwie, wo ich mir vorstellen kann, tatsächlich meine Zeit zu verbringen, tatsächlich mein Leben zu verbringen, da dann in die Tiefe gehen. Genau, ganz schlecht ist die Tiefensuche. Also da, weil man da ja dann super tief in ein Thema reingeht und gar nicht Optionen gesehen hat. Ja, also als ich mit angefangen habe, wusste ich zum Beispiel noch nicht, ob ich Film machen will oder Games machen will oder Audio machen will. Das waren für mich alles Optionen. Und ich von dem ganzen Entrepreneurship-Thema zum Beispiel hatte ich noch nie irgendwie was gehört. Also deswegen, genau, Breitensuche ist sehr gut. Genau, wusste ich so im Bachelor, siebten Semester, roundabout, was ich eigentlich will. Und ich will eine Games-Firma. Ja, das hatte ich dann irgendwie für mich rausgefunden. Und die Folgerung war dann, verwende den Rest deines Studiums halt darauf, um das zu erreichen. Also sozusagen ich hatte dieses Ziel, ich wusste, was ich so jetzt will in meinem Leben. Natürlich, Leben kann sich ändern, keine Frage, aber halt zumindest jetzt mal, das war jetzt erstmal das Ziel. Und verwende das, um das zu erreichen. Und dann ist die nächste Frage, jetzt wir wissen wir, was wir wollen, was bietet denn das Studium überhaupt, wenn man es als Ressource begreifen will? Und da gibt es auch den ganzen Webseiten der ganzen Studiengänge ganz viele tolle Buzzwords, nämlich die intensive praktische Umsetzung oder Technologie- und Produktionsmöglichkeiten. Das Mädel-Ding muss ich jetzt Jochens Erik hier auch mal sichtbar machen, weil wir können ja jetzt hier nicht bei Mädel einen Vortrag machen und das nicht zeigen. Anwendungsbezogene Grundkenntnisse. Na gut. Also, ihr seht schon, dass es ganz viele Hardskills im Prinzip. Genau, also der Output Skills, klar. Ein Job, ich denke, das ist auch was, ganz viele, die sich ein Studium machen, auf dem zweiten Job danach. Ist ja auch fair. Portfolio, das kriegt man auch bei vielen, gerade bei Fachhochschulen kriegt man das oft gesagt. Netzwerk, das ist schon was, was sich viele Unis gar nicht so direkt auf die Fahne schreiben, aber was natürlich auch ganz massiv, wovon ihr ganz massiv profitiert im Studium. Alle Leute, mit denen ihr hier in einem Raum sitzt, sind euer Netzwerk. Ja, verkackt euch mit denen nicht. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Aber dann auch so Sachen wie Wissen. Ja, es ist tatsächlich so, dass man an der Uni unproportional viel Wissen erwirbt. Also ihr werdet im Leben später nicht nochmal die Zeit haben, euch so viel Wissen in so kurzer Zeit anzueignen wie im Studium. Und auch in der Arbeit sozusagen, das soll jetzt nicht hart eingebildet klingen, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die eben nicht studiert haben, merkt man schon, dass es da gewisse Themen gibt, die man im Studium mal hatte, für die man im normalen Job gar nicht so die Zeit hat, die einem aber trotzdem was bringen, die man halt sozusagen dann anwenden kann. Und das ist schon ein ziemliches Privileg, sozusagen dieses Wissen aufbauen zu können. Ich finde, Unis verkaufen das ehrlich gesagt viel zu wenig. Aber auch Freundschaften, ja, also Netzwerk ist die eine Sache, aber Freundschaften ist natürlich nochmal was anderes. Auch das nimmt man aus dem Studium mit oder vielleicht sogar eine Partnerin, vielleicht sogar Liebe, ja. Und es gibt auch Leute, die da durchaus bewusst rangehen und das bewusst suchen, aber man soll sich halt bewusst machen, das ist auch was, was irgendwie eine Rolle spielt. Und wenn man da seine Zeit in Freundschaften und Liebe investieren will, dann ist das auch völlig legitim. Ja, aber es ist ein bisschen technisch, sage ich mal, aber ja. Ah ja, und natürlich eine gute Zeit und die Persönlichkeitsentwicklung ist auch noch ein wichtiges Thema im Studium. Und das ist alles, also weil wie gesagt, ich finde es trotzdem wichtig, das so zu betrachten, weil man ja Zeit und Geld und zwar gar nicht mal so wenig da reinsteckt. Ja? In jedem Business würde ich auch mir überlegen, was kriege ich denn dafür, dass ich meine Zeit, mein Geld hier in irgendwas einstecke. Genau, und hoffentlich kann man dann eben vom Level 1 Gauner zum Mafia-Boss werden während des Studiums. Aber Spoiler, du kannst nicht alles haben. Also du kannst zumindest nicht alles gleichermaßen haben. Du wirst es nicht die Zeit haben, im Studium all das gleichermaßen zu skillen sozusagen. Und deswegen muss man priorisieren. Und deswegen ist es, je konkreter, desto besser, wenn man weiß, was man will. Ja, deswegen muss man das wissen. So, ich will mein Game-Studio gründen, weil es mein Ziel, da war das so meine Priorisierung. Also ihr seht schon, der Job war für mich irgendwie ganz unten, weil klar, ich will mich ja selbstständig machen, brauche ich keinen Job. Wissen war für mich auch nicht so wichtig, hätte wahrscheinlich wichtiger sein sollen, aber ich habe halt auch, also sagen wir es so, ich hab einfach Seminare zum Teil auch da priorisiert, ob sie mir
Beispiel Netzwerk bringen versus Wissen oder Skills versus Wissen, habe ich einfach priorisiert. Und dementsprechend, was war für mich wichtig? Für mich war im Netzwerken wichtig, Mitgründer finden, aber auch BWL, Leadership Skills erwerben. Da gibt es ja hier in der Uni Bayreuth auch tolles Angebot dazu. Echte Projekte durchzuführen, also nicht nur Projekte, die halt für ein Seminar sind, wo man am Ende dann eh irgendwie durchkommt, sondern echte Projekte, wo wirklich was dranhängt. Und entsprechend nicht so wichtig waren mir halt Noten, Studienprojekte, Hausarbeiten, diese ganzen Themen waren irgendwie zweitrangig dadurch. Aber das eben nur, weil ich wusste, was ich will, sozusagen. Als ich wusste, was ich will. Genau. So, und tada, es hat funktioniert, juhu. Das ist jetzt das Team, weil Yannick ist mittlerweile ersetzt durch Ann-Kathrin. Genau. Nein, weil er in China ist und da ganz krassen Fit macht. Genau. So, das war also dieses Ding Studium. Und das war so ein bisschen vorgelagert, weil ein Spiel fertig zu machen und auf den Markt zu bringen im Studium halt da irgendwie mit reinspielt. Also wenn das nicht in eurem Plan, auf eurem Plan einzahlt, dann spart es euch, weil es so scheiße anfängt. Ja? Aber wenn es auf euren Plan einzahlt, dann kann ich es absolut empfehlen. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt damit an, was es bringt. Also was bringt es mir im Studium, ein Spiel auf den Markt zu bringen? Ich meine, wirklich auf den Markt zu bringen, sodass es halt die große Öffentlichkeit kaufen kann. Ja, kaufen ist wichtig, nicht for free irgendwie auf Itch hochladen, sondern ich kaufen kann. Da wiederum ist mir das Scope relativ egal. Also ihr werdet auch sehen, unser Beispiel ist recht klein. Es war 1,99 auf Google Play am Ende. Das ist das Video. Das ist nicht so wild. Und, aber wenn ich es auch jetzt vergleiche, wir machen jetzt gerade ein wesentlich größeres Spiel auf mit richtig Budget und Publisher und allem. Das ist gar nicht so anders. Es ist ein wesentlich kondensierterer Zeitraum gewesen für das Projekt, aber trotz allem habe ich, glaube ich, viel Wichtiges dafür gelernt. So. Also, was ist das Spiel erstmal überhaupt? Das Spiel heißt Reblob, hieß Reblob. Sagt das jemandem noch was? Reblob? Ja gut, Leon kennt's. Okay, cool. Das ist wirklich mittlerweile komplett in und nur noch Zeit. Dann erzähle ich euch nichts Neues. Nee, weil damals, wir hatten es natürlich auch viel geplaytestet hier an der Uni und wären dann natürlich in Bayreuth viel unterwegs damit auch. Genau, deswegen. Nicht unbedingt. Es wäre ein Soundtrack mit dabei jetzt, aber man soll ja bloß sehen, was es ist. Also es ist ein simples Puzzle-Spiel, man spielt Squishy, das ist dieser Zyklop. Und man muss einfach immer zur Röhre kommen. Am Ende des Levels ist immer eine Röhre. Und wie man das macht, ist, man kann seinen Spawnpoint werfen. Wenn man in diese rote Flüssigkeit fliegt, respawnt man an diesem Spawnpoint quasi. Und genau, dann muss man halt, hat man oben links, seht ihr eine quasi festgelegte Anzahl an Leben. Und mit dieser Anzahl an Leben muss man quasi dann halt x-mal maximal respawnen und dann damit zur Röhre kommen. Und da gibt es halt Schalter und Gegner und diese ganzen Themen. Also eine relativ simple Puzzle-Game-Mechanik. Es hatte aber, und darauf sind wir auch recht stolz gewesen, es hatte 60 Level. Also das war schon nicht schlecht. Und man hat daran, ja, wenn man wusste halbwegs, wie die Mechanik funktioniert, schon 2-3 Stunden gespielt. Wenn man vielleicht noch ein bisschen rätseln musste, durchaus auch länger. Das ist auch immer die YouTube-Recommendations für mich aus. Dadurch habe ich auch einen anderen Account. Kann ich bitte weitermachen? Vielleicht musst du über den Laptop schnell. Alles kaputt. Alles kaputt. Machen wir das folgendermaßen. Ich habe noch der Folie besser. Zum Glück habe ich kein Tourette. Da. Right, was hat es gebracht? Da waren wir ja gerade. Jetzt wissen wir, was das Spiel ungefähr ist. Also erstmal, wir haben es für 1,99 verkauft. Ich glaube, am Ende haben wir so um die 250 Copies verkauft. Von den 1,99 kommen bei euch ungefähr kommt die Hälfte an, weil Google nimmt sich ja 30% und Umsatzsteuer ist ja auch noch. Das heißt, die Hälfte von 1,99 ist roundabout ein Euro. Das heißt, wir haben so 250 Euro eingenommen. Das hat uns die Gründungskosten für die GbR refinanziert und die Einreichung beim Tommy Award. Das waren so die beiden Sachen, die wir dadurch finanzieren konnten. Und ich glaube, aktuell ist auf dem Konto sind noch irgendwie 14 Euro drauf. Also das ist schon, ich glaube, einmal Burger essen wir mal.
sehr gut angefühlt. Aber also finanziell war es jetzt kein Erfolg. Was es aber gebracht hat, war ein Publishing-Offer tatsächlich. Mit denen sind wir dann tatsächlich auch einen Vertrag eingegangen mit The Balance aus Korea. Die haben das in Korea gepublished. Wir haben das Spiel dann auch auf Koreanisch komplett übersetzen lassen und auch die Localization eingebaut. Das war auch tatsächlich ein gutes Learning, wie da so der Workflow ist. Und wir haben uns vor, ich glaube, 3 Monaten oder so wieder eine E-Mail geschrieben, könnt ihr das mal patchen? Und ich so, naja, Jungs, ihr habt noch keine einzige Copy verkauft, so, oder zumindest habt ihr uns noch kein Geld geschickt. Und ja, das müssen wir jetzt mal schauen, aber es ist auch interessant, weil es war halt vor 5 Jahren und jetzt kommen sie halt wieder und sagen, ja, übrigens, Google deprecated die Android-Version, für die ihr damals eure App gebildet habt. Legt doch bitte noch eine Hand an. Bin mir auch nicht sicher, ob wir es vertraglich wirklich müssten, aber da ja kein Schaden wirklich entstanden ist, ist ja auch nicht so wild. Aber genau, das ist eben das. Und unten eben auch auf Reddit einen Post gemacht, der ganz gut lief, was auch nochmal schönes Feedback und das tatsächlich auch ein paar Sales gebracht hat. Dann auch für die eigentliche Firma dann, für Merle Entertainment, halt als Referenz. Das war jetzt unsere erste Auftragsarbeit oben. Die haben wir dann ein Jahr später auch noch während der Uni gemacht. Da war Reblob eben super, sage ich mal, Beweis dafür, dass wir halt auch was wirklich auf den Markt bringen können und das wirklich fertig machen können. Und diese Auftragsarbeit tatsächlich, das waren dann 10.000 Euro, also das war dann schon ein bisschen mehr vom finanziellen her, hat uns dann ermöglicht, unsere erste FFF-Förderung einzureichen. Also dadurch konnten wir uns das Geld dann für die erste FFF-Förderung erarbeiten. Ich hatte damals auch schon das Team, mit dem ich gründen wollte, hatte ich auch schon zusätzlich. Aber ich habe denen gesagt, ja, ich mache hier mal dieses Sidequest und war ganz cool. Und die drei sind eigentlich alle jetzt echt erfolgreich. Also Sven arbeitet als Software-Developer jetzt bei Terabytes. Das ist ein Münchner Game-Studio, ist da auch echt gut mit dabei. Lena ist eben Product Managerin bei Playern und Hanna steht hier noch bei Pinkrock, die ist jetzt mittlerweile bei Popcore in Berlin. Also auch so zum Thema Netzwerk. Ne? Natürlich sind wir gut befreundet und natürlich ist es cool, dieses Netzwerk zu haben. Man kommt halt durch nichts besser miteinander ins Gespräch, als tatsächlich ein Projekt miteinander rauszubringen. Genau, aber also für die hat es funktioniert und für alle drei war tatsächlich Reblob mit die entscheidende Referenz, ja, dass sie den Job dann auch bekommen haben. Genau. Was haben wir damit gemacht? Wir sind, also das war so eine Entwicklung da unten bei Jochen im Büro, das war, glaube ich, sogar schon am Zapf, ja. Mhm. Und rechts dann in der Stadtbibliothek hatten wir so eine Kooperation, dann wird es halt ausgestellt und ja, ich konnte mich so anonym ein bisschen ein paar Meter weiter hinsetzen und zuschauen, wie Leute kamen und das Spiel spielen. Das war auch ein bisschen weird vielleicht, aber war auch cool, weil man halt manche halt sofort weitergegangen sind, ne, das gesehen, die zweiten zweimal raffen es nicht, gehen weiter, aber ein paar tatsächlich dann auch stehen geblieben sind und wirklich, ja, eine halbe Stunde, das Krasseste waren irgendwie 2 Kids, die dann 4 Stunden gespielt haben, das war tatsächlich echt geiles Gefühl auch und sowas sich zu holen, so dieses wirklich ehrliche Feedback, so da sind Leute, denen macht es wirklich Spaß, was du da gemacht hast, die sind nicht irgendwie dazu gezwungen, weil es das ein Playtest oder irgendeine Veranstaltung, wo sie wissen, dass du daneben stehst, sondern nee, die spielen es wirklich, weil es einfach ein gutes Spiel ist. Das ist tatsächlich, allein das war es meiner Meinung nach schon wert. Also das war schon sehr cool. Genau, aber genau, also das haben wir halt mit rausgenommen. Also halt
diese ganze Geschichte mit Referenz, mit Publisher-Gespräch und Vertrag. Die drei anderen haben auch einen Job rausgenommen und dann halt noch so dieses Zeigen des Spiels. Das wären eigentlich so die Sachen, die wir damit rausgenommen haben. Und dann eben Schritt 4, wie man es fertig macht. Und wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich reproduzierbar. Ich glaube, ihr könnt alle euch jetzt in einem Dreier- oder Vierer-Team zusammenfinden und danach ein Spiel fertig machen und auf den Markt bringen. Ja? Also zunächst mal müssen wir definieren, was fertig überhaupt bedeutet. Das ist mal das erste Schwierige. Und keine Sorge, ich glaube, meine Definition ist halbwegs allumfassend. Also, was bedeutet fertig? Graphics, which convey a coherent artistic vision. Ja, also es soll irgendeine kohärente artistic vision durch die Grafik erkennbar sein. Wir brauchen genug Level, um das Progression-System voll zu exploren. Also wir definieren für uns irgendwie eine Progression und wir brauchen aber auch genug Level, damit tatsächlich jede Mechanik oder jede Progression-Element, das wir einführen, auch einmal wirklich zur Geltung kommt. Rule of Threes, sagt euch vielleicht was. Mit der Rule of Threes ist es eingeführt und danach quasi dann noch ein paar Level, um das Ganze zu exploren. Ich glaube, wir hatten drei so quasi Mechanics on top der Core Mechanic noch oder vier in Reblock. Und diese vier Mechanics haben jeweils 10 Level bekommen. So. Explored Core Mechanic auch, genau. Also halt, dass die Kernmechanik des Spiels nicht nur, dass es halt nicht nur ein Level ist, wo man einmal über quasi die Abgründe springt und dann ist man durch. Keine Ahnung, Beispiel. Dass man halt ja auch ein bisschen mit den Dynamiken des Spiels sozusagen experimentiert und guckt, was kann man denn mit dem System eigentlich alles machen. Es braucht Sounddesign und Musik. Es braucht ein adäquates Optionsmenü, inklusive so Geschichten wie Resolution vielleicht, wenn es für die Plattform relevant ist. Vielleicht Sprachoptionen, also Deutsch und Englisch sollte man schon machen, muss man ja auch zum Beispiel, wenn man zum FFF geht. Und es sollte auf jeden Fall gut geplaytestet sein. Und das Allerwichtigste und der schwierigste Punkt auch, ist spielbar und auch durchspielbar von jemandem, ohne dass er ja, einen Developer sieht. Ja? Also ohne externe Hilfe, komplett durchspielbar. Und genau, dann ist das Spiel fertig, wenn all diese Punkte sozusagen erfüllt sind. Aber es ist auch noch ein bisschen kompliziert, weil, naja, Budget und ein Player Engagement Retention Goal, Critical Acclaim bei Peers und Mentors, Personal Satisfaction, das könnten alles auch Gründe sein, die ihr quasi nehmt, damit euer Spiel fertig ist. Ja? Das dahin, am Anfang war es bloß mein Versuch einer objektiven Definition, aber vielleicht fallen euch Gegenbeispiele ein, wo ein Spiel vielleicht kein Coherent Artistic Vision irgendwie verfolgt hat, aber trotzdem eurer Meinung nach fertig war, weil es vielleicht irgendwie eine dieser anderen Punkte hier zugetroffen hat. Das ist halt, ja, man kann auch unfertige Spiele publishen, ist, was ich damit sagen will. Und mein Tipp für euch wäre, wenn ihr eure Definition of Done, also wenn ihr euer Ziel quasi festlegt, was bedeutet es für mich eigentlich, dass das Spiel fertig ist, versucht eine Definition zu nehmen, die nicht an eurer primären intrinsischen Motivation hängt, eurer persönlichen primären intrinsischen Motivation. Was heißt das? Ich glaube, es gibt, das ist jetzt wie gesagt keine Wissenschaft, das ist nur wieder diese Beobachtung, ich glaube, es gibt drei wesentliche Motivationen, die jeder hat, nämlich Genugtuung, Macht und Anerkennung. Also am Ende des Tages ist das, für das ich mein Geld ausgebe quasi, wofür ich Geld bekomme, mündet in Genugtuung, Macht oder Anerkennung. Nicht exklusiv, sondern stelle ich das wie so ein Dreieck vor und irgendwo auf diesem Dreieck bin ich halt quasi positioniert. Genau, und im Prinzip, wenn ihr das für euch reflektieren könnt, bin ich jemand, der eher durch Macht motiviert ist, bin ich jemand, der eher durch Anerkennung motiviert ist, bin ich jemand, der eher durch Genugtuung motiviert ist, dann könnt ihr für euch eine Definition of Done raussuchen, die quasi nicht primär das gibt, wodurch es einfach für euch leichter macht, eure Babys zu killen. Das ist eigentlich so das, worauf ich da hinaus will. Also zum Beispiel ein Player Engagement Retention Goal wäre zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das ist eher durch Macht, befriedigt eher jemanden, der durch Macht motiviert ist, weil Player Engagement Retention bedeutet ja, jemanden anders dazu zu bringen, am Spiel dran zu bleiben. Ja, ich helfe ihm, also ich bringe ihn dazu, am Spiel dran zu bleiben. Und ich würde behaupten, jemand, der quasi Satisfaction daraus kriegt, die andere Leute dazu zu bringen, etwas zu tun, ja, also Macht quasi, das ist sowas, was Leute irgendwie gut finden, manche Leute. Da versteht vielleicht auch jetzt, was ich meine. Nicht
letztens so ein bisschen kalt, weil ich eher durch Anerkennung motiviert bin. Also für mich ist zum Beispiel so dieses Thema Critical Acclaim bei Peers und Mentors extrem wichtig. Ja, also wenn ich bin total aus Wolken, wenn ich irgendwelche Preise gewinne, Player Retention Rates, naja, sind schon auch wichtig, sagt man natürlich, aber ist jetzt nicht so das, was mir intern wirklich dieses, das ist jetzt geil, das finde ich voll nice, so dieses, das gibt mir nicht dieses Gefühl. Aber es gibt eben Leute, denen das dieses Gefühl gibt und ihr müsst eben für euch reflektieren, was euch dieses Gefühl gibt und euch dann ein Ziel setzen, was euch nicht dieses Gefühl gibt. Ja, weil sonst chaset ihr die ganze Zeit Devs und sonst habt ihr die ganze, also habt ihr sozusagen lauf den Gefahren, so einen Perfektionismus reinzugeraten. Wie gesagt, not science, aber es hat mir bisher ganz gut geholfen, so diese Heuristik. So, das war jetzt. Okay, und wir wissen also, was unsere Definition noch dann ist. Wir wissen, wann das Spiel fertig ist und haben das entsprechend für uns festgelegt. Ach, hier war noch diese Exkurs. Ich hatte dafür sogar Folien. Genau, also muss natürlich auch dazu sagen, die Hierarchy of Needs ist ein bisschen out of date, habe ich mir sagen lassen, aber das ist natürlich alles nur, also dieses Bedürfnis sozusagen ist nur dann relevant, wenn ihr eure Grundbedürfnisse natürlich gefestigt habt. Also, und, aber da ist natürlich das Schöne, in der Uni kann man davon ausgehen, dass die auf jeden Fall gefestigt sind. Wir gehen davon aus, dass wir Zeit und Geld schon investieren, sodass wir quasi nicht das Brot auf den Tisch legen müssen jeden Tag. Wenn das natürlich der Fall ist, dann ist ein anderes Thema. Genau, also da zum Beispiel, ja, genau, Personal Satisfaction zum Beispiel, eben genug tun, aber ich habe genug darüber gerambelt. Also was ist zu beachten, um das Spiel fertig zu machen? Wir brauchen eine Definition of Done. Dann das Projekt an den eigenen Stärken ausrichten. Das machen meiner Meinung nach Unternehmen wesentlich besser als Studententeams. Es gibt sonst gar nicht so viele Unterschiede meiner Meinung nach zwischen einem Indie-Studio und einem Studi-Team, die ein Game entwickelt. Also so ich das so lange auch in der Industrie so beobachte, da gibt es keine so pauschalen Unterschiede, aber das Projekt nach den eigenen Stärken ausrichten ist auf jeden Fall ein was. Häufig Playtesten, das habt ihr bestimmt ja auch schon gesagt bekommen, aber es ist einfach extrem wichtig, monatlich zu Playtesten. Also für mich war es so, okay, wir haben rausgefunden, wenn man wirklich einmal im Monat einen Playtest scheduled, dann wird das Spiel fertig. So das habe ich im Master dann das erste Mal so gemacht und seitdem wurden dann die Projekte auch fertig. Scope reduzieren, ihr habt gesehen, Reblock war ein kleines Spiel, auf jeden Fall. Ja, man hat einfach nicht Vollzeit Zeit, ein Projekt im Master, im Studium fertig zu machen. Geht nicht. Die Zeit ist einfach fehlt. Kann ich auch sagen, mit Fireside. Fireside ist jetzt auch kein riesiges Spiel. Man schreibt vielleicht 6, 8, 10 Stunden daran, aber keine Chance. Also das hätten wir niemals im Studium machen können. Und dann auch nicht das eigene Baby umsetzen wollen. Das spielt so ein bisschen in diese gleiche Kerbe wie die intrinsische Motivation. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Also nicht das eigene Baby umsetzen wollen und fünftens einen Projektmanager haben. Das ist auch ganz wichtig. Ganz viele, damals zumindest war es bei uns so, in den Teams, dass oft einfach niemand das gemacht hat. Also es muss auch nicht sein, dass eine Person nur Projektmanagerin ist, aber es muss einfach eine Person geben, die halt das Scrum Board managt und die Verantwortung auch hat dafür. Und am Ende des Meetings fragt, ob es noch Fragen gibt. Das ist extrem wichtig. Playtesten. Was genau will man testen? Also beim Playtesten vorher wissen, was will man genau testen? Das ist auch leichter gesagt als getan tatsächlich. Und dann mitschreiben und Tests im Nachhinein auswerten. Ich klicke jetzt nicht in die Dokumente rein. Ja, macht ihr wahrscheinlich alle schon. Aber wir haben es damals, als ich noch meine ersten Spiele gemacht habe, nicht gemacht. Das war ziemlich dumm. Und ihr macht die Tests auch, um euch selbst in den Arsch zu treten. Also wenn ihr monatliche Tests macht, dann ist es halt so, dass, ja, dann halt jemand anders das Spiel spielen wird und ihr habt dann Leute eingeladen, dann muss es halt auch fertig sein. Und das ist überhaupt nicht zu vernachlässigen, das ist ein bisschen non-obvious, aber Playtests sind auch Marketing an eure Peers. Ich habe, und zwar jetzt nicht, weil die das Spiel kaufen, sondern weil die einfach sehen, ey, der macht coole Projekte und ich habe dir gesagt, das hier ist euer späteres Netzwerk. Daran werden die sich erinnern. Ach ja, du warst doch der, der an der Uni dieses Reload gemacht hat. Cool, und dann kommt man ins Gespräch. Oder auch dann, ich weiß, der hat das da programmiert, der ist vielleicht Programmierer oder war die Grafikerin da in dem Studi-Projekt. 5 Jahre später, bei mir sitzt jetzt relativ genau 5 Jahre, passiert wirklich, kann ich nicht sagen.
kommt man halt da ins Gespräch und kriegt vielleicht neue Auftragsarbeiten, Job-Opportunities, whatever. Also das ist tatsächlich Playtesting im uni-internen Kreis, nicht mit euren engsten Freunden, aber halt mit den Leuten, die auch so in eurem Semester sind, ist wirklich sehr unterschätztes, so sagen wir mal B2B-Marketing. Genau, und dann nicht das eigene Baby umsetzen wollen. Ich habe jetzt quasi euch persönlich immer angesprochen, ich habe gesagt, ihr, du musst, ihr sollt, wie auch immer. Aber denkt daran, ihr macht es ja im Team und jeder hat ja seine eigenen Präferenzen und jeder hat ja seine eigene intrinsische Motivation und jede Person ist da unterschiedlich. Und aus dem Grund ist es wichtig, nicht das eigene Baby umsetzen zu wollen, weil ihr so dieses Projekt nur fertig kriegen wollt, wenn wirklich jeder dafür brennt und wenn jeder Bock auf das Projekt hat, wenn jeder im Team Bock auf das Projekt hat. Ihr dürft nie diese kritische Schwelle überschreiten, wo, sagen wir mal, von 5 Leuten 3 keinen Bock mehr haben. Weil dann das, selbst eine Person, die keinen Bock mehr hat, kann quasi ganz negative Wellen schlagen im Team. Und dann kann so ein Projekt auch ganz schnell zerbrechen. Das ist mir bei meinen ersten, ich glaube, 4 Studi-Projekten, die ich so machen wollte, passiert. Das ist eigentlich immer so geendet, dass halt irgendwann nicht mehr, irgendjemand nicht mehr Bock hatte und dann war es halt einfach. Und deswegen nicht das eigene Baby umsetzen, weil wenn ihr das eigene Baby umsetzt, dann habt ihr einfach zu viel Agenda in dem Projekt, um Kompromisse zu machen mit anderen Leuten und dann haben die keinen Bock mehr. Und dann ist das Projekt kaputt. Und dann ist es natürlich noch schlimmer, weil ihr wollt ja euer eigenes Baby unbedingt zur Welt bringen und ja, ist besonders nach der Honeymoon-Phase relevant. Honeymoon-Phase, sagt euch das was? Das sind die ersten 3 Monate nach Projektbeginn im Prinzip. Das ist einfach am Anfang, wenn man als Team zusammenarbeitet, dann hat man dieses Problem noch nicht, aber nach der Honeymoon-Phase geht es eben los, das wird kein Bock mehr. Genau, und wenn eine kritische Masse an motivierten Teammembern unterschritten wird, dann kollabiert das Projekt. Im Beruf kann man das so ein bisschen mit Geld überbrücken, aber tatsächlich, das wusste ich auch, habe ich auch gedacht, ist anders, aber Geld macht eigentlich keinen Unterschied. Also eigentlich ist das in echten Projekten genau das Gleiche. Und genau, das ist auch noch ganz wichtig, Studententeams sind auch immer demokratisch und Ideen müssen anpassbar sein. Also ihr habt ja kein, sage ich mal, direktes Leverage sozusagen über eure Teammates, also ihr bezahlt die nicht. Klar, vielleicht seid ihr in eurem Team die Person mit am meisten Netzwerk und deswegen folgen sie euch oder mit am meisten Know-how und deswegen folgen sie euch. Aber am Ende des Tages sind es demokratische Konstrukte und müssen deswegen, also es werden deswegen Kompromisse gemacht. Deswegen sind auch Game Jams super geil als Startpunkt. Auf Reblob war der Startpunkt ein Game Jam, weil man da dann halt schon mal so eine Baseline hat, wo sich alle einig sind, ja, das wollen wir machen und das ist cool. Zumindest meistens. Es gibt ja auch manche Game Jams, wo dann einer sich so hinstellt oder eine und sagt, ich will genau das machen und dann machen wir das. Kann auch sein, aber in der Regel sind Game Jams deswegen ein cooler Startpunkt. Aber genau, und deswegen aus diesen Gründen nicht das eigene Baby umsetzen wollen. Bitte macht nicht den Fehler. Das Beste, was ihr tatsächlich machen könnt, um euer eigenes Baby umzusetzen, ist in der Uni ein gutes Netzwerk aufbauen, dann in irgendeinen Konzern gehen, euch in den Konzern hocharbeiten, in eine Position kommen, wo ihr über die Ressourcen zum Teil verfügen könnt und dann mit den Ressourcen dieses Konzerns euer Projekt umsetzen. Das ist, glaube ich, die effektivste Strategie, wenn man dieses eine Spiel hat, was man unbedingt machen will, halt irgendeinen Konzern finden, wo der halt auch grob von der strategischen Ausrichtung zu diesem Spiel passt und da versuchen reinzukommen und hochzuarbeiten. Ich glaube, wenn man wirklich, also wenn man das will, wenn man nur die, wenn man diese eine Idee hat, die man unbedingt umsetzen will, ist das die effektivste Methode. Genau, ja. Und dann sind wir auch schon beim Q&A. Also vielen Dank erstmal. Ich will die Runde auch gar nicht auflösen. Ich beende jetzt gleich schon mal die Aufnahme.